Das nächste Thema von der Gruppe ist die Faszination Zeitreisen. Ich glaube, das verbindet viele Leute hier. Ich finde das auch sehr faszinierend. Und die nächste Gruppe hilft uns dabei, sich ein bisschen in den Zeitreisenden reinzuversetzen und unterschiedliche Welten zu unterschiedlichen Zeiten zu sehen. Von daher einen riesigen Applaus für die Gruppe Pixel Zeitmaschine. Hallo, wir sind Team Pixel Zeitmaschine und bestehen aus Nils, Mika, Henry, Till und mir, Fritz. Ja. Ja, unser Spiel ist halt zum Thema Zeitreisen. Es ist eine Art Puzzlespiel und noch nicht ganz fertig, aber es steht das Grundgerüst. Man soll ein Problem in der Gegenwart lösen, indem man das Problem halt in der Vergangenheit bekämpft. Und da wir unser Spiel nicht live vorführen können, haben wir für euch ein paar Bildschirmaufnahmen gemacht. Zum Beispiel diese hier von der vom Anfang. Das hat Nils gebaut. Das ist ein Alpaka. Und die nächste Map ist von Henry. Das ist eine Farm. Und dann haben wir noch von Fritz haben wir noch ein altmodisches Dorf. Ja. Jetzt kommen wir zu der Frage, warum haben wir dieses Spiel gemacht? Also zuerst einmal natürlich, um Spaß zu verbreiten und Leuten eine Methode, sich die Zeit zu vertreiben, zu geben. Und auch ein kostenloses Online-Spiel für die ganze Welt zur Verfügung zu stellen. Außerdem waren in unserer Gruppe noch welche drin, die haben noch nichts wirklich mit Spieleentwicklung zu tun gehabt und konnten dann damit anfangen. Außerdem haben wir uns mit diesem Thema Zeit und Zeitreisen auseinandergesetzt und wir waren davon fasziniert. Zum Beispiel die gegenwärtigen Events. Was wäre gewesen, wenn ein Zeitreisender zurückreist wäre und die so verändert hätte und die darum entstehen? Und was wäre, wenn das verändert werden würde? Ja. Wie haben wir das gemacht? Also zuerst einmal haben wir mit RPG Paper Maker gearbeitet. Das ist ein Programm, mit dem man Welten erstellen kann und dann bearbeiten kann. Und für die Figur, die man hier sieht, haben wir Pixel Art benutzt, um die zu pixeln. Ja, der Ausblick für unser Spiel, also erstmal soll die Storyline weiter ausgearbeitet werden, die ist gerade noch in Ruinen, sag ich mal so. Dann sollen noch mehr Sidequests eingebaut werden, weil wir haben momentan nur 4 Hauptquests und die sind auch noch nicht ganz fertig. Und das Zeitreisethema ist auch noch nicht wirklich eingebaut, was natürlich sehr schade ist. Ja, wir haben halt noch nur die Welten erstmal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.